Innovationspreise, DLG-Medaillen und den Meilenstein der Landtechnik. Das Team von Lemken hat für seine ideenreiche Entwicklungsarbeit schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Auf der Agritechnica 2011 kam die Ehrung des Aufsattelpflugs Diamant 12 zur Maschine des Jahres hinzu. Die Serienproduktion hat in diesem Frühjahr begonnen. Im vergangenen Herbst hatten wir die Gelegenheit, eine Vorserienmaschine über mehrere Wochen auf unserem Testbetrieb hauptsächlich zum Umbrechen der Maisstoppel einzusetzen. Besonders gut gefallen hat uns der Duramax Flugkörperaufbau. Bereits seit einigen Jahren verbaut Lemken diesen nun schon in unterschiedlichen Flugbaureihen. Dadurch, dass Verschraubungen zur Befestigung der Verschleißteile durch Klebepunkte ersetzt wurden, werden die Standzeiten der Bauteile enorm erhöht. Auch die Rüstzeiten konnten gesenkt werden. Beim probehalberen Wechsel der Streifen genügt es werkzeuglos, die Streifblechkante abzunehmen, die als Verriegelung dient. Die eingehakten Streifen können dann leicht abgenommen werden. Weiterhin verbaut Lemken am Diamant 12 nun einen geregelten Traktionsverstärker. Das Grundprinzip liegt darin, Gewicht vom Flug und von der Vorderachse auf die Hinterachse des Zugschleppers zu bringen und damit die Zugeigenschaften zu verbessern. Kraftstoff kann gespart und Bodenverdichtungen reduziert werden. Die Flächenleistungen steigen und der Zugkraftbedarf sinkt. Das volle Potenzial dieses Systems auszunutzen, ist allerdings bei der bisherigen Bauform begrenzt. Denn beim Wenden wirken die Kräfte nur punktuell auf das kurveninnere Schlepperrad und die Standsicherheit ist gefährdet. Geregelt heißt in diesem Zusammenhang, dass über einen Drehwinkelsensor am Anbaubock erfasst wird, in welchem Winkel Schlepper und Flug beispielsweise am Vorgewende stehen. Der Druck wird automatisch herunter und wieder heraufgefahren. Am Terminal kann dieser in bar voreingestellt werden. Hierbei allerdings einen guten Wert für sein Gespann und die jeweiligen Standortbedingungen zu finden, ist mit Erfahrung und Probieren verbunden. Wir haben mit unserem Case IH Magnum mit ausreichend Frontballast mit 130 bar gearbeitet. Ebenfalls über das Bedienterminal lassen sich die Arbeits- bzw. Schnittbreite und die Neigung des Pflugs in der Furche verstellen. Letztere wird mit demselben doppelt wirkenden Steuergerät eingestellt, das auch für die Pflugdrehung verantwortlich ist. Hier wird lediglich per Tastendruck im Terminal der Modus geändert. Dadurch, dass auch für die Einstellung der Neigung mit einem Drehwinkelsensor gearbeitet wird, kann auf mechanische Anschläge verzichtet und auch während der Fahrt reguliert werden. Die Verstellung der Vorderfurche kann ebenfalls über das Bedienterminal hydraulisch abgewickelt werden. Unsere Testmaschine verfügte allerdings über eine mechanische Justierung per Spindel. Unser Diamant war mit Abscherbolzen ausgerüstet, mit denen wir ein paar Probleme hatten. Auf den schweren und steinigen Standorten hielten diese mehrfach dem Druck nicht stand. Die als Option erhältliche hydraulische Überlastsicherung für die Flugkörper wäre für uns die bessere Alternative gewesen. Trotz des neunfurchigen Flugs haben wir es geschafft, das Vorgewende schmal zu halten. Indem wir beim Wenden aus der Furche zunächst zum Gepflügten herausfuhren, mit dem Drehen begannen und erst dann mit dem Aufsattelrad anhoben, war es möglich, den Flug im 90-Grad-Winkel an den Schlepper heranzudrehen. Die Heckhydraulik des Schleppers bleibt unangetastet. Der Diamant 12 ist ein Flug für anspruchsvolle Großbetriebe. Der kleine Bruder Diamant 11 könnte hier als abgespeckte Variante für den einen oder anderen Kunden ebenfalls interessant sein. In jedem Fall beweist Lemken mit dem Diamant 12, dass bei der Optimierung der wendenden Bodenbearbeitung noch kein Ende abzusehen ist. Einige weitere Details lesen Sie in der Juni-Ausgabe 2013 der Fachzeitschrift Agrartechnik.